Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Frau Bundeskanzlerin, sie gab es bis vor kurzem noch, doch, sie ist noch da. Frau Bundeskanzlerin, Ihre Erklärung enthält wenig Konkretes. Und wo sie Konkretes enthält, stimmen wir zum großen Teil nicht zu, aber das wird Sie nicht wundern. Sie sagen in Ihrer Erklärung, wir brauchen ein europäisches Asylsystem, das krisenfest und solidarisch ist. Und Sie sprechen von einer fairen Verteilung der Flüchtlinge innerhalb der EU. Aber Sie wissen, dass die Osteuropäer zu Recht niemals bereit sein werden, eine Verteilung der Flüchtlinge innerhalb der EU vorzunehmen. Herr Tusk hat uns das ganz klar und freundlich erklärt. Ich kann es auch deutlicher ausdrücken oder drastischer. Die Nationen wollen selbst bestimmen, wen sie in ihre Gemeinschaft aufnehmen. Es gibt keine nationale Pflicht zur Buntheit, muss man besonders an die Grünen gerichtet sagen. Und meine Damen und Herren, die Osteuropäer haben historische Erfahrungen, die sie zu dieser Haltung bringen. Sie waren Jahrhunderte von den Osmanen beherrscht, von den Deutschen im Zweiten Weltkrieg leider versklavt und von der Sowjetunion danach 40 Jahre unterdrückt. Das sind Lebenserfahrungen von Völkern, die jetzt auf Selbstbestimmung und nationale Identität setzen. Und da können Sie mit einem EU-Zwangsverteilungssystem überhaupt nichts anfangen. Sie werden sich nicht vorschreiben lassen, wen Sie aufnehmen. Und deshalb ist es auch falsch, die Neuverteilung der Strukturfondsmittel, das kam ja auch vor, davon abhängig zu machen, ob Länder Migranten aufnehmen. Herr Kollege Gauland, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, jetzt nicht, danke. Diese Idee ist übrigens typisch deutsch im schlechten Sinne, so wie wir eigentlich nie mehr sein wollten nach dem Zweiten Weltkrieg. Es ist, Entschuldigung, wenn ich das deutlich ausspreche, politische Erpressung, wenn Sie Mittel davon abhängig machen. Deutschland entwickelt sich vom Lehrmeister über den Zuchtmeister zum Zahlmeister. Ihr bekommt Geld, wenn ihr euch wohlverhaltet. Das wollten wir auch nie mehr haben in der deutschen Politik. Aber lassen Sie mich noch auf ein anderes Thema eingehen. Durch den Austritt Großbritanniens werden 73 Sitze im Europaparlament frei. Nun schlägt das Europaparlament vor, 27 Sitze neu zu verteilen und die übrigsten zunächst einzusparen, als Reserve für die Zukunft. Der Kollege Bartsch hat zu Recht darauf hingewiesen, warum wird nicht alles eingespart? Es gibt weniger Mitglieder, es gibt weniger Aufgaben, also ist es doch sinnvoll, dass es auch weniger Parlamentarier gibt. Aber ich ahne schon, was kommt. Und Frau Nahles und auch Herr Lindner haben ja von diesen transnationalen Listen gesprochen. Und dafür soll diese Reserve dienen, wenn man auch noch nicht ganz so weit ist. Aber das, meine Damen und Herren, ist der Einstieg in die Vereinigten Staaten von Europa, die Herr Schulz für 2025 ausgerufen hat. Und das wollen wir nicht. Wir wollen eine Zusammenarbeit der nationalen Staaten. Das Gefäß, in dem sich Freiheit und Selbstbestimmung manifestieren, ich habe das hier schon mal gesagt, ist der Nationalstaat. Dieses Zitat stammt übrigens nicht von mir, sondern von dem großen liberalen Lord Dahrendorf. Sie mögen hier in dem Hause mehrheitlich immer noch der Meinung sein, dass Europa eine deutsche Ersatzidentität ist, sozusagen eine weitere Ausprägung des deutschen Sonderwegs. Die anderen Europäer sehen das nicht so und für sich sehr viel praktischer.
Die Österreicher und die Niederländer haben schon erklärt, dass sie nicht mehr Geld für transnationale Träume ausgeben wollen. Und unser Weg sollte das auch nicht sein. Und die AfD wird deutlich machen, dass es dafür in dieser Gesellschaft auch Mehrheiten gibt. Danke. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Franziska Brandner, Bündnis 90 Die Grünen.